2019 startet so, wie 2018 aufgehört hat, nämlich grau und regnerisch. Die Sonne schafft es leider nicht durch die dicke Wolkendecke. Zum Ausschlafen nach einer feuchtfröhlichen Nacht ist es aber genau das richtige Wetter. Das neue Jahr zeigt sich nicht von seiner sonnigen Seite. Dicke Wolken und Regen bestimmen das Gesamtbild des ersten Tages im neuen Jahr. Die Temperaturen liegen dabei am Tag zwischen 3 und 6 Grad, in der Nacht zwischen 1 und 4 Grad. Der Mittwoch zeigt sich dann etwas freundlicher und wir können mit bis zu 3 Stunden Sonnenschein rechnen. Die Temperaturen fallen dabei aber auf bis zu minus 3 Grad. Am Abend kann es wieder zu Regen kommen. Am Donnerstagmorgen müssen Autofahrer sicherlich Scheiben kratzen, denn die Temperaturen fallen weiter ab. Die Temperaturen am Donnerstag liegen zwischen 1 und minus 5 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt aber eher trocken. Am Freitag sieht es ähnlich aus. Die Temperaturen liegen die meiste Zeit unter dem Gefrierpunkt und das beschert uns in der Nacht von Freitag auf Samstag dann auch Schnee.